Die Geburtswehen. Nachdem du, kleiner Geist, nun die erforderliche karmische Reife erreicht hast, will ich, UP, mit meinem Hebammendienst weiter fortfahren. Die Zeiten der Schwangerschaftsgymnastik sind nun vorbei. Wenn du dich in deiner Matrix querstellst, hole ich, UP, dich mit einem Kaiserschnitt heraus und lasse vor dem Abnabeln noch einmal all deine eigenen alten Glaubensgeschichten in deinem Bewusstsein Revue passieren. Dabei werde ich, UP, eine gewissenhafte Buchprüfung durchführen. Und die Liebesbilanz deines Lebens durch meine stark vergrößernde Lupe analysieren. Für jeden demütig einsichtigen Menschen halte ich, UP, aber eine Überraschung bereit. Es ist da nämlich ein gewisser Joker, der namentlich nicht genannt sein will, bei der höchsten Jurisprudenz aufgetaucht, der bereit ist, für dich, Lesergeist, eine Bürgschaft zu übernehmen. Er hat sich dazu bereit erklärt, alle in deiner Liebesbilanz auftauchenden Defizite restlos für dich, kleinen Tollpatsch, auszugleichen und auf seine eigene Narrenkappe zu nehmen. Schlussendlich kommt dir dieses unsagbare Finalgeschenk gerade zur rechten Zeit zu Hilfe. Wisse, dass diese Bürgschaft, die er für dich, Lesergeist, übernommen hat, einer göttlichen Generalamnestie gleichkommt. Im Zieleinlauf der Zeit, das heißt in dein ewiges Jetzt, hat dieser Joker damit begonnen, dein kleines Bewusstsein mit Zeichen zu überfluten. Der Spiegel, der du selbst bist, ist in unendlich viele Teile zersprungen. Und du, kleiner Geist, hast nun den göttlichen Auftrag, alle diese Teile wieder mit und zu deiner eigenen Liebe zusammenzusetzen. Der Herr hinter den Spiegel bist du selbst. Wenn die anderen erst einmal alle tot sind, werden wir noch viel Spaß haben. Wenn du dich bemühst, jetzt nur halbwegs wach zu bleiben, wird der Durchgang durch deine Geburt zur Bewusstwerdung fast schmerzlos ablaufen. Momentan bleibt das Souverän deines kleinen Ich jedoch noch unangetastet. Die Wehen haben noch nicht begonnen. Leider deutet im Moment noch sehr viel darauf hin, dass viele dumme Menschen dieses Bürgschaftsgeschenk, wieso auch immer, verweigern und von ihren kosmischen Geburtshelfern nichts wissen wollen und lieber auf ihren Staat vertrauen. Bewusst werdende Wesen haben oft die Tendenz, Selbstgespräche zu führen. Das ist ganz normal und niemand sollte bei solchen Beobachten bei sich selbst oder bei anderen eine Verrücktheit vermuten. Solche Selbstgespräche sind schlicht und einfach Kommunikation mit einer immer stärker werdenden inneren Stimme, die zum eigenen Gesprächspartner erwacht. Dass dabei sehr häufig auch Verhaltensweisen auftreten, die oft ein auf Distanz gehen zum normalen Lebenspartner oder Freunden bewirken, ist nicht vermeidbar und in keinerlei Weise eine Form von Lieblosigkeit. Jeder Bewusstwerdende gleitet automatisch in eine vorrangige Beschäftigung mit sich selbst. Daher rate ich, UP, dir, kleinen Geist, lass in deinem Umfeld äußerste Vorsicht walten in Bezug auf deine neuen Erkenntnisse und Wahrnehmungen. Jetzt geht's los. Nun bündelt deine hohe Wesenheit, ich, UP, alle ihre Energiefelder auf den sich zur Reife anschickenden kleinen Formträger deines niederen Selbstes, das kleine blaue Ich. Ich, UP, setze jetzt einen gewaltigen Reinigungsprozess, das heißt meine Liebe, in Gang. Der Mief von tausenden Jahren Materialismus muss beseitigt werden. Es wird geputzt und poliert, bis an allen Ecken und Enden wieder alles
spiegelblank ist. Ich, Upier, signalisiere dir, Persönlichkeitsträger, durch alle nur erdenklichen Perspektiven, dass du, kleiner Geist, dich nun von der Anhaftung an deine alte, angstbezogene, dreidimensionale Spielwiese deiner selbstgemachten Illusionen endlich befreien kannst. Gerade jene Persönlichkeitsträger, die begonnen haben, sich aufgrund ihrer Bewusstseinsreife in Richtung Quantensprung auf die Reise zu machen, erfahren Wechselbäder auf allen Ebenen. Kennst auch du diese Gefühle? Willkommen im Club. Fast penibel sind die den Tempel reinigenden Kräfte darauf bedacht, alles zu beseitigen, was denn da stören könnte. Die Herren der Zeit stehen nun selbst auf dem Plan. Tag für Tag meinen sie, es müsste sylvianischer Hausputz betrieben werden. Es ist nicht zu glauben, diese Burschen finden immer etwas, was meine göttliche Harmonie angeblich stört. Manchmal hat man das Gefühl, dass sie nie damit aufhören werden, etwas zu maßregeln, auch wenn ich, UP, ihnen immer wieder sage, dass jede Gedankenwelle immer absolut göttlich perfekt ist. Sie erlauben sich frecherweise eine eigene Vorstellung von meiner göttlichen Reinheit zu haben. Suche mein Reich der Liebe, alles andere wird euch nachgeworfen. Kaum jemand wagt den Sprung in seine eigene geistige Tiefe. Ein tierischer Mensch bleibt lieber dem Tierischen treu. Das Urvertrauen des göttlich souveränen Ich-UP tragen scheinheilige Menschen nicht im Herzen, sondern als Kreuz um den Hals. Dein eigener Glaube muss nun seine Wohnung im Zentrum deines eigenen Seins finden, in deinem eigenen Bewusstsein. Alle von Menschen offen zur Schau getragenen religiöse Glaubensmuster sind nicht mehr als nur mentale Schatten meiner uralten Weisheit. Das Souveränitätsrecht jedes niederen Selbstes war und ist wegen seiner eigenständigen Entwicklungsmöglichkeit nicht direkt regulierbar, auch wenn dem mittleren Selbst, dem rot geschriebenen großen Ich, ein Vetorecht obliegt. So blieb mir alleinig zur Erziehung meiner Gotteskinder nur das Instrument von karmischen Wirkwelten zum Lernen und Reifen meiner kleinen Seelenteile übrig, in denen sie in völlig realistischen Träumen unendlich viele charakterliche Reflexionen im eigenen Bewusstsein hautnah zu erleben bekommen. Da die höhere Kausalseele mit dem niederen Selbst in einem unmittelbaren Bezug steht, fordert sie sozusagen ohne Unterbrechung immer wieder über Heilungsimpulse wertvollere Zeitschätze von dir ein. Daraus erwuchs dein Schicksal. Auch hier gilt es zu wissen, dass von Ich, UP, immer erst sanfte Impulse zur Korrektur angeboten werden. Nur wenn die Blindheit und das Unvermögen des Erkennens ganz fortgeschritten sind und zur Erstarrung neigen, wird mit größeren Geschützen operiert. Die höhere Kausalseele, Ich-UP, ist der Spielleiter und der hat das Recht, alle von ihm verliehenen Seelenschätze im Sinne von Heilung und Komplettierung wieder einzufordern. Das mittlere Selbst, ich groß in Rot, stellt dabei den Vermittler dar. Wenn die Fülle der Destruktion und die damit verbundenen karmischen Verstrickungen durch grenzenloses Ausufern egoistischer Antriebskräfte für die höhere Kausalseele zu viel werden, kommt es zu einem Punkt der höchsten Spannung. Selbstverständlich gab es vorher schon zahllose, nicht erhörte, sanfte Korrekturimpulse.
Nur wer beharrlich meine liebevollen Stupser übersieht, ja, wer selbst Rempler ignoriert, darf sich nicht wundern, wenn meine Korrekturimpulse schmerzhafter ausfallen. Daher gilt, alles, was dir als unangenehm begegnet, sollte jetzt keinesfalls herkömmlich bewertet, sondern dahingehend hinterfragt werden. Was will ich, OP, mir, kleinen Geist, damit sagen und zeigen? Bei welcher Unachtsamkeit will er mich korrigieren? In welchem Bereich will er mich führen? Alle wahrgenommenen Erlebnisse sind immer Botschaften der übergeordneten höheren Kausalseele Ich OP an das mittlere Selbst Ich Groß, die vom niederen Selbst Ich Klein erkannt werden müssen. Jede Person ist dabei nur die vergängliche Gischt auf einer Gedankenwelle, die ein Menschenleben lang dahinrollt. Zwangsläufig steht diese Gedankenwelle immer in permanenter Verbindung mit ihrer eigenen höheren Kausalseele. Kapitalistisch getriebenen Menschen ist dies nicht im geringsten bewusst. Geistige Sucher jedoch beginnen immer mehr ihr eigenes Soliton-Dasein zu verstehen. Im Selbstgespräch Spiel der Liebe teile ich OP dir mit, Ich, OP, werfe die große Haufe auf, die zur Seele wird, auf der du, Mensch, wie eine Charakterwelle dein Menschenleben lang als ein Soliton dahinrollst. Aufgrund deines derzeitigen weltlichen Charakters und Glaubens und im Detail wegen deiner momentanen Interpretationen und Reaktionen wirbelst du in deinem perspektivisch wahrnehmenden Bewusstsein deine eigene Gischt auf. Das nun langsam erwachende mittlere Selbst, ich großgeschrieben, wirkt nun ebenfalls mit liebevollen Impulsen von innen auf jene Menschen ein, den es im Moment an der Oberfläche ihres eigenen Bewusstseins als Solitone Hauptrollen selbst ablaufen lässt. Meine göttlichen Rufe und Zeichen werden nur von liebevollen Menschen gehört. Dabei kann die Wahrnehmungsdichte variieren. Je höher die Herzensqualität eines Lebewesens entwickelt ist, desto spürbarer meldet sich die innere Stimme. Einzig und allein darin liegt das ganze Geheimnis des spirituell Bewussten. Er hat gelernt, mit zunehmender Prägnanz und Genauigkeit auf seine eigene innere Stimme zu hören. Mit dem allmählichen Erwachen eines schlaftrunkenen Menschen verbessert sich auch dessen grobe Handschrift und Legasthenie. Und die karmischen Korrekturschmerzen von Seiten des Lehrers Ich OP werden hinfällig. Mit diesem Prozess ist gleichzeitig die Vervollkommnung des niederen Selbstes gekoppelt. In der äußersten dichten Welt, wo Bewusstsein noch möglich ist, hat das niedere Selbst seine Strukturform gefunden, innerhalb derer zunehmend das mittlere Selbst wieder in der höheren Kausalseele Wohnung beziehen und die eigenen Erfahrungsschätze wieder nach Hause bringen kann. Von der höheren Seelenebene, von der Kraft, die man gemeinhin mit Gott oder göttlich bezeichnet, wird dann im Austausch ein noch viel wertvollerer Schatz bereitgestellt. In den religiösen Vorstellungen wird dieses wahrlich wundervolle Geschehen als die Wiederkunft Christi bezeichnet. Mach dir bitte keine Sorgen, es geht gut ohne dich. Entweder heute oder morgen wird's besser und an sich hat schon schlimmer wehgetan, hat schon dunkler ausgesehen und selbst die Frau von nebenan sagt, sie könnte dich schon verstehen.
Alle können's verstehen, bleibt mir wohl noch zu gehen, wenn es alle verstehen. Was immer du auch Leben nennst, ist nur Sehnsucht, die im Körper brennt. Für dein gutes Leben wird ich, OP, tausendmal mein eigenes geben. Ich, OP, liebe dich. Und tschüss.